Mein Name ist Benedikt Kranemann. Ich bin an der Katholisch-Theologischen Fakultät Professor für Liturgiewissenschaft. Das Fach Liturgiewissenschaft beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit Liturgie, also mit Gottesdienst. Man könnte auch im weiteren Sinne sagen, mit kirchlich-religiösen Ritualen. Seit dem Beginn des vergangenen Jahrhunderts beschäftigt sich diese theologische Disziplin mit drei großen Forschungsfeldern. Sie fragt nach der Geschichte des Gottesdienstes, also beispielsweise danach, wo das Kirchenjahr, wo die verschiedenen Sakramente, wo Segnungen historisch entstanden sind und wie sie sich in aller Vielfalt entwickelt haben. Diese Disziplin untersucht dann weiterhin die Theologie, die theologische Bedeutung des Gottesdienstes. Was sagt Liturgie in all ihren Ausprägungen über den Glauben derer, die sie feiern? Und ein dritter Aspekt ist die Praxis der Liturgie. Wie steht Liturgie heute da? Was bedeutet sie für Gemeinden, Gemeinschaften, für den Einzelnen? Ein Spezifikum der Liturgiewissenschaft in Erfurt ist, dass wir neben vielem anderen uns insbesondere mit der gesellschaftlichen Bedeutung von Gottesdienst beschäftigen und fragen, wie Liturgie und welche Rolle sie heute in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten spielt.